Der Versailler Vertrag zwischen Deutschland und den Siegermächten beendet den Ersten Weltkrieg endgültig. Am 28. Juni 1919 müssen die Deutschen unterzeichnen und das, obwohl sie den Vertrag eigentlich für unannehmbar halten. Was stand in diesem Vertrag? Was hatte er für Auswirkungen? Ich erkläre es euch. Auch werfen wir einen genauen Blick auf die Karte, auf die deutschen Gebietsverluste, die ihr hier seht. Los geht's! Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. Zunächst einmal führt der Versailler Vertrag zu einer Reihe von Gebietsverlusten. Habe ich euch hier eine Karte mitgebracht. Elsass-Lothringen haben wir hier, geht an Frankreich. Das Saargebiet kommt unter die Verwaltung des Völkerbundes, wird später per Volksabstimmung wieder zu Deutschland zurückkehren. Das Rheinland ist jetzt hier nicht eingezeichnet, wird besetzt. Ganz oben im Norden von Schleswig-Holstein, da gibt es eine Volksabstimmung und da kommt dann ein Teil davon, der nördliche, zu Dänemark. Und im Osten, da sind die Gebietsverluste schon ziemlich groß. Große Gebiete Westpreußens und Posens gehen an Polen verloren. Ostpreußen ist nun vom Reich abgetrennt. Danzig wird zur freien Stadt unter der Verwaltung des Völkerbunds. Das sind schon ziemlich massive Einbußen. 13% des Territoriums, 10% der Bevölkerung sind einfach weg. Zusätzlich verliert Deutschland alle Kolonien, muss sein Heer auf 100.000 Mann begrenzen. Immerhin, die Marine darf auch noch 15.000 Mann behalten. Keine schweren Waffen, beispielsweise keine Panzer, keine Luftwaffe. Und dann wird in Artikel 231 des Vertrags festgestellt, dass Deutschland ganz allein am Krieg schuld ist. Das sorgt quer durch die Parteien und in der gesamten Bevölkerung für riesige Empörung. Aber damit werden die Reparationen, die Wiedergutmachungsleistungen begründet. Die werden noch nicht genau beziffert, aber es ist jetzt schon klar, dass die Forderungen sehr hoch ausfallen werden und die junge Weimarer Republik auf Jahre belasten. Und dann wird mit dem Völkerbund eine internationale Organisation gegründet. Die Idee, die Länder sollen ihre Streitigkeiten ab jetzt nicht mehr kriegerisch, sondern auf dem Verhandlungswege lösen. In Deutschland ist die einhellige Meinung, dieser Versailler Vertrag sei furchtbar, demütigend, eigentlich unannehmbar, unerträglich und unerfüllbar. Wie kommt es zu diesem Verhandlungsergebnis? Wer verhandelt da mit welchen Zielen? Deutschland hat den Krieg verloren, darf nicht mitverhandeln, nur schriftlich Stellung nehmen und die deutschen Vorschläge werden einfach abgeblockt. Viele Länder sind an den Friedensverhandlungen beteiligt, letztlich entscheidend tun aber vor allem drei: Frankreich, Großbritannien und die USA. Frankreich möchte vor allem Wiedergutmachung, der Krieg hat ja vor allem auf französischem Boden stattgefunden. Und Deutschland soll geschwächt werden, nicht wieder zu einer Gefahr werden. Die Briten dagegen wollen Deutschland nicht zu stark schwächen, sind schon vorsichtiger. Ein zu schwaches Deutschland wäre auch kein gutes Bollwerk vor einem bolschewistischen Russland und das Kräftegleichgewicht in Europa wäre gestört. Und die USA, die wollen eigentlich vor allem eine dauerhafte Friedensordnung, das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist ihnen wichtig, der Völkerbund, aber der amerikanische Präsident Wilson verhandelt sich ins Abseits, kann sich nicht durchsetzen. Der US-Senat verweigert die Ratifizierung des Versailler Vertrags und ist auch gegen den Beitritt zum Völkerbund. Die deutsche Nationalversammlung stimmt dem Versailler Vertrag dann mit großer Mehrheit zu. 237 Ja-Stimmen, 138 Nein-Stimmen. Warum? Weil es nicht anders geht. Andernfalls wären die Siegermächte in Deutschland einmarschiert, hätten das Land besetzt. Weiterkämpfen, das sagen auch die Militärs, sei unmöglich. Gegen diese Übermacht an Feinden sei man chancenlos. Eigentlich hätten diese beiden die Verantwortung für die Niederlage im Ersten Weltkrieg und für den Versailler Vertrag übernehmen müssen. Die oberste Heeresleitung mit Paul von Hindenburg hier links und Erich Ludendorff hier rechts. Aber die stehlen sich aus der Verantwortung und überlassen die Aufgabe, den Vertrag zu unterschreiben, demokratischen Politikern. Letztlich unterschreiben dann der Außenminister Hermann Müller von der SPD und Johannes Bell, der Verkehrsminister, vom Zentrum. Am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal von Versailles eine Demütigung. War der Vertrag jetzt nur schrecklich, nur furchtbar? Nein, Deutschland bleibt als Nationalstaat immerhin erhalten. Und vergessen sollte man auch nicht, als die Russen an der Ostfront im Ersten Weltkrieg um Frieden bitten müssen, sind die Bedingungen, die das Deutsche Kaiserreich ihnen auferlegt, eher härter. Die Hoffnung auf einen langen Frieden jedenfalls wird sich nicht erfüllen. Der Zweite Weltkrieg wird schon bald ausbrechen, noch viel furchtbarer als der Erste. Bis nächsten Dienstag.